Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Elektromotorräder gibt es ja schon ein paar auf dem Markt, die man auch kaufen kann. Allerdings sind das alles Motorräder, die sich im Dunstkreis von 100 bis 150 Kilometer Reichweite bewegen. Dass es auch weitergeht, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, wie ihr wisst, fahre ich seit 2016 Elektromotorrad, bin dabei zwischen 150 bis 160 Kilometer von der Reichweite unterwegs. Manchmal wünscht man sich schon etwas mehr Reichweite oder auch etwas höhere Ladegeschwindigkeiten. In all der Zeit, in der ich das jetzt hier mache mit YouTube und auch unterwegs, wo ich versuche, Leute darauf hinzuweisen, was es da elektronisch auf zwei Rädern gibt, bekomme ich halt immer wieder die beiden Punkte Reichweite, also sprich Kapazität und Ladegeschwindigkeit. Dass das auch anders geht, das möchte mir heute der Johann erklären. Johann kommt von Nomad Motors und plant einen Prototypen mit einem sehr großen Akku. Wie kommt man dazu, so ein Motorrad, so eine Idee überhaupt zu haben? Fährst du selber Motorrad? Kannst du was vorweisen? Ja, grundsätzlich fahre ich selber Shopper, eine Vulcan S momentan. Das ist ja, ein gemütlicher Cruiser, eher sportlich. Und seit längerem interessiere ich mich für E-Mobilität und habe halt herauszufinden, welche Motorräder gibt es. Mich auf dem Markt umgeschaut und ziemlich schnell gemerkt, es gibt kein Modell, was wirklich meinen Bedürfnissen gerecht wird. Also ich wünsche mir halt grundsätzlich 300 Kilometer Reichweite, okay. Zum einen. Es muss schnell laden und es darf nicht schlechter sein als ein Verbrenner. Ja, also elektrisches Motorrad wird grundsätzlich nicht schlechter sein als ein Verbrenner, davon gehe ich mal technischerweise aus. Also wir haben ja mehrere Vorteile beim Elektromotorrad, also weniger Energieaufwand natürlich, das ist schon im Verbrenner klar. Wir haben keine Vibration. Ich weiß nicht, Leute, die jetzt mal Motorrad gefahren sind, das ist also von Hitze, die aufsteigt am Motor, von Vibrationen, von einer lahmen Kupplungshand, über, dass ich halt schauen muss, in welchem Drehzahlband ich bin, das fällt im Grunde beim Elektromotorrad komplett weg. Ja, ich sag mal, jetzt macht ja so ein normaler Motorradfahrer, Shopperfahrer, kann der sich hinsetzen und ein Motorrad designen oder muss man dafür irgendwelche Voraussetzungen haben, weiß nicht, Ingenieurwesen oder sowas studiert haben? Ja, also zwingend sollte man schon ein bisschen Ahnung von der Technik haben. Ich bin Berechnungsingenieur, Freiberufler und habe sehr viel Erfahrung in der Konstruktion und Festigkeitsberechnung von verschiedenen Produkten. Motorrädern jetzt noch nicht im Allgemeinen. Bin aber der Meinung, dass ein Motorrad an sich nicht wirklich schwer zu konstruieren, zu bauen ist. Also ein Shopper ist jetzt keine Rennsemmel, die wirklich auf Performance getrimmt sein muss, sondern da geht es halt noch recht gemütlich zu. Und ich als Berechnungsingenieur kann halt das Ding festigkeitsmäßig auslegen und den Motor designen. Das Akku-Pack muss halt in Kooperation mit einem Elektroingenieur erfolgen. Klar, also alles, was elektrisch ist, muss ich mir Partner suchen, beziehungsweise Leute, die ich schon an der Hand habe, dazu beauftragen. Alles andere, die Festigkeit, das Außendesign, das mache ich selber und ist in sich nicht schwer. Das Einzige, was schwer ist, wo auch die anderen großen Hersteller nicht mitkommen, ist meiner Meinung nach das Grundkonzept herauszufinden, was wirklich Sinn macht. Okay. Wir haben halt ziemlich viele Hersteller, ich werde jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber viele kommen aus den USA oder aus Italien. Könnt ihr selber nachgucken. Die wollen uns alle Motorräder verkaufen mit 150 km Reichweite. Entweder ein Langsamlader oder ein Schnelllader. Das funktioniert ganz gut, wenn man allein unterwegs ist. Du kennst ja als Zero-Fahrer. Ja, wenn du allein unterwegs bist, machst halt eine 2 Stunden Pause, wenn du komplett leer gefahren bist und fährst dann nach den 150 km weiter. Stell dir mal vor, du bist mit 6 Leuten unterwegs, jeder hat eine Zero dann, und nur eine Ladesäule. Ich habe daran schon mal gedacht, das ist auch schon 1-2 Mal vorgekommen, dass wir zu zweit oder zu dritt unterwegs waren und dann den Strom im Grunde aufteilen mussten. Dementsprechend ging die Ladezeit nach oben und wir mussten die Pause ein bisschen verlängern. Wie kommt es denn direkt jetzt, dass es ein Shopper sein soll? Einfach weil du selber Shopper fährst und ein Herz dafür hast oder hat es da irgendwie auch technische Hintergründe? Zum einen fahre ich selber Shopper, ja. Also es ist für mich persönlich erstmal die schönste Bauform. Zum anderen habe ich auch geguckt, was macht Sinn, um diese hohe Reichweite zu gewährleisten. Brauche ich einen großen Akku? Einen großen Akku kann ich nicht in eine Rennmaschine einbauen, das sieht dann klobig aus, das passt nicht. Also es passt erstmal nicht in den Bauraum rein.
zweitens passt das nicht zum Design. Und ein Chopper hat grundsätzlich erstmal einen höheren Radstand. Macht Sinn, ja. Und eine höhere, also ein größeres Bauvolumen. Wenn ich dann noch sogar den Motor ins Rad integriere, über einen Radnabenmotor, habe ich extrem viel Bauraum, ohne jetzt wirklich in die Breite zu gehen, wie ein anderer Hersteller, zum Beispiel aus den USA, haben ein E-Motorrad gebaut. Das sieht aus wie ein Kühlschrank vorne drin. Von wie viel Kapazität reden wir da? Hast du sicherlich wahrscheinlich auch Berechnungen angestellt, um 300 Kilometer weit zu kommen. Also mit meinem Motorrad habe ich knapp 13 Kilowattstunden und komme, wie gesagt, um die 150. Müsstest du eigentlich fast verdoppeln, um das zu erreichen. Gibt es da schon Berechnungsgrundlagen? Also ich habe verschiedene Zellen mir genommen und damit verschiedene Packs entwickelt, gebaut und in verschiedenen Stack-Anordnungen. Und die optimale Bauform war für mich halt mit einer 21700 Zelle mit 5000 mAh. Und ich komme da auf 30 Kilowattstunden netto, 32 brutto, sprich 2 Kilowattstunden Reserve, die halt nicht ausgefahren werden können. Einfach zum Schutz des Akkus. 30 sind ausfahrbar, mehr als das Doppelte wie bei der Zero zum Beispiel oder anderen Herstellern. Okay. Jetzt mag der eine oder andere, also wir wissen ja, dass Akkus, beziehungsweise gerade diese großen Elektroakkus bei Tesla ohne Ende wiegen. Also ich weiß, bei der Zero wiegt der Akku so um die 80, 90 Kilo. Hast du da irgendwie eine Berechnungsgrundlage einfach für unsere, meine Vorstellung, ob ich jetzt da ein 400 Kilo Motorrad habe oder ob sich das irgendwie trotzdem noch handeln lässt, vielleicht sogar noch Gepäck zuladen lässt dann noch für lange Strecken? Also grundsätzlich ist der Akku jetzt nicht viel schwerer. Also dadurch, dass ich einen Radnabenmotor integriere, habe ich auch viel weniger Bauteile, viel weniger Gewicht durch das Gesamtkonzept. Das Akku-Pack wird am Ende so ungefähr 150 Kilo wiegen, inklusive Gehäuse, inklusive Lüfter, inklusive allen Zusatzteilen, die dafür benötigt werden. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, du möchtest gerne einen Radnabenmotor verbauen. Das hat mich ziemlich erstaunt. Ich kenne ihn nur aus Rollern oder Scootern, habe mir jetzt aber nie die Gedanken gemacht, ob das jetzt mehr Platz spart oder irgendwie wartungsfreundlicher ist. Also ich kenne es auch hier von meiner Erfahrung von der Zero. Es gibt also einen Motor, der dann über einen Zahnrad dann das Hinterrad antreibt mit einem Riemen oder mit einer Kette. Das heißt, wir haben also hier eine gewisse Wartung, eine gewisse Pflege. Also es ist von der Riemenspannung, die überprüft werden muss, hin zur Kette, die eventuell gepflegt werden muss. Ich denke mal, so eine Sachen fallen ja auch komplett wartungsmäßig beim Radnabenmotor weg, oder? Nö, also da gibt es nichts. Da gibt es nur Warten. Also, ja, der schauen möchte, der ist mit deinem Motorrad nicht gut bedient. Den Motor kannst du nicht aufmachen oder halt nur vom Service selbst, aber so wirklich da was schrauben, was ändern, das geht nicht. Du kannst ja nicht den Meter austauschen, so, wenn du lustig bist, neue Wicklungen einsetzen, das geht alles nicht. Also für einen Schrauber ist das Motorrad am Ende ein Halbtraum. Ich gehe mal davon aus, einfach so vom Physikalischen, dass vielleicht die Top-Leistung vielleicht nicht so hoch ist wie bei einer Übersetzung, bei einem Motorrad, wo ich jetzt weiß nicht, vielleicht sogar einen Kickstarter machen könnte, auf dem Hinterrad fahren könnte. Aber das, was ich bis jetzt verstanden habe, ne, also wir haben halt auf jeden Fall ein höheres Gewicht durch den Akku, dadurch aber auch die enorme Reichweite. Zum Ladegeschwindigkeit kommen wir gleich nochmal. Aber im Grunde geht es dir, so wie ich das jetzt verstanden habe, eher darum, dass du weniger Teile, weniger Gewicht grundsätzlich und am Ende halt auch weniger Ressourcen und weniger Aufwand als an sich. Also am Motor müssen wir schon mal nicht ran, weder wartungsmäßig noch servicemäßig irgendwie irgendwas anderes. Beim Akku wissen wir auch, da muss man auch nicht wirklich viel machen. Wir haben im Grunde meistens ja den Kontakt, wenn wir den aufladen. Hast du da schon eine bestimmte Aufladetechnik im Hintergrund, was so Geschwindigkeit und Steckersysteme angeht? Also grundsätzlich will ich auf ein CCS-System gehen, also sprich Schnellladefähigkeit soll standardmäßig sein. Ein AC-Ladegerät ist optional bzw. soll mitgeliefert werden und aber auch nur für Notfälle bzw. ja, ich muss es nicht immer mit mir führen. Das ist Quatsch, wenn ich immer schnell laden will oder schnell lade, brauche ich nicht unbedingt ein Ladegerät, was intern ist. Okay. Also für unsere Zuschauer da draußen vielleicht ganz kurz, diese CCS-Ladung setzt bestimmte Sachen voraus. Zum einen ein bestimmtes Volt-System. Die meisten Hersteller haben so um die 400 Volt, 300 bis 400 Volt, dass es überhaupt ladefähig ist. Dabei ist es so, dass der Strom über Gleichstrom direkt in den Akku kommt. Das heißt, das Ladegerät befindet sich dann in der Ladesäule. Das heißt also gerade bei einem Tourenmotorrad macht es total Sinn, dass ich jetzt nicht extra nochmal ein Kabel mitschleppen muss oder ein Ladegerät, sondern ich stöpsel das einfach an. Und der Strom läuft von der Ladesäule per Gleichstrom direkt dann in das Motorrad. Bei dem anderen, den Gedanken kann ich gut nachvollziehen, bei der Zero habe ich auch ein Zusatzladegerät, was ich dann an Typ 2 Wechselstrom anschließen kann, was dann aus dem Wechselstrom den Gleichstrom für den Akku macht.
Jetzt ist es aber so, ich könnte mir, umso länger ich drüber nachdenke, vorstellen, bei einer langen Tour, wo ich dann wirklich von CCS-Lader zu CCS-Lader fahre, wo ich diese Schnellladegeschwindigkeit dann auch nutzen möchte, dass ich eigentlich nicht wirklich über Nacht, dort 6-7 Stunden, an einem normalen Lader aufladen würde. Hast du eine KW-Anzahl wie, oder eine Zeit, wie schnell das dann passieren sollte, von, weiß ich, 0 auf 80, wird ja ganz gerne angegeben? Also von 0 auf 80 werden es wahrscheinlich so um die 30 Minuten sein, also das ist Standard, das ist abhängig von der Zelle, das ist von meinem Akku jetzt erstmal relativ unabhängig. Okay. Aber von 0 auf 80 wird keiner laden, also keiner wird auf 0% runterfahren, genau an der Ladesäule. Ich mach das schon ab und zu. Ja, dann musst du 10-mal im Kreisverkehr fahren und dann an der Ladesäule abstellen. Ah, klar. Also in der Regel kommt man mit 5, 6, 7 bis 10% an. Und genau, so realistisch werden so um die 20 Minuten Ladezeit sein auf 80% mit deiner Restreichweite, die du hast, von 10 oder 15%, je nachdem. Und dann kann man weiter halt 250 bis 300 Kilometer fahren. Aber grundsätzlich ist das Konzept von der Hummingbird so ausgelegt, dass man seine 300 Kilometer Tagestour am Tag fahren kann und am Ende im Hotel oder in der Unterkunft lädt. Also es ist ein Suchtourenmotorrad für Urlaub. Ich fahre damit im Urlaub, fahre damit meine 300 Kilometer am Tag oder mehr, je nachdem. Es gibt Leute, die fahren 500 oder 600, die müssen zwischenladen, das geht nicht anders. Aber der halt nur 300 fährt, das ist ein ganz sportlicher Wert eigentlich, der fährt das und fährt danach ins Hotel. Also all die Leute, die mal meine 24-Stunden-Fahrten mal noch gesehen haben, also ich war mal froh, oder beziehungsweise ich habe mich dann schon erschrocken, dass ich nach einer halben Stunde wieder aufs Motorrad musste. Also so ein Hintern braucht deutlich mehr Zeit, um sich mal kurz zu erholen, also die 20, 30 Minuten sind auf jeden Fall machbar. Wenn wir von einem Verbrennermotorrad sprechen, reden wir auch von 250 bis 300 Kilometer Reichweite, das heißt, also das ist wahrscheinlich das, was du am Anfang meintest, also es sollte nicht schlechter sein in der Reichweite, das, was ja häufig als Argument kommt. Ne? Jetzt ist es so, an der Tankstelle, die reine Tankzeit sind vielleicht bloß 5 Minuten, aber ich komme dort an, muss erstmal die Tankstelle suchen, gehe rein, bezahlen. Also nachher im Grunde nimmt sich nicht so wahnsinnig viel. Muss mich erholen, was beim Tankvorgang ja nicht der Fall ist. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Skeptiker mit 20 Minuten, eine halbe Stunde schon sehr zufrieden ist und wahrscheinlich selber die Ladezeit, die Pause nutzt, um länger sich auszuruhen. Ich kenne das als Verbrennerfahrer ja auch. Ich mache eigentlich mehr Pause. Aber es gibt natürlich keiner zu. Selten. Aber es soll auch fahren. Jetzt ist es ja so, dass, wenn wir jetzt schon ein Motorrad hätten, das hier mal zeigen würden, du befindest dich jetzt wirklich extremst am Anfang. Ich habe gesehen, durch Zufall entdeckt, eine Kickstarter-Kampagne, wo du Geld einsammelst. Wie funktioniert das? Den Link packe ich natürlich mal unter das Video. Was ist das erste Ziel für die Kampagne? Also ich habe mehrere Schritte in der Kampagne. Drei Stück insgesamt, je nachdem welches Ziel man erreicht mit der Crowdfunding-Kampagne, können verschiedene sachen realisiert werden. Im ersten Schritt ist es wichtig, erstmal einen Prototypen aufzubauen. Das Konzept ist soweit durch, also ich bin ganz am Anfang, wie du sagst, ja. Aber viele Berechnungen sind durch, viele Vordesigns sind durch, der Rahmen ist designt, das Akku-Pack ist designt, das muss noch gebaut werden. Okay. Also bist du ja gar nicht mehr so am Anfang, wie ich dachte. Das ist schön, weil man wartet natürlich immer Zeiten, ne, und man möchte gerne fahren, ne, aber ja, dann bist du ja schon mittendrin. Ich bin über die drei ersten Skizzen und Zeichnungen. Sehr schön. Ganz am Anfang ist es nicht, aber es ist halt für einen Investor, der jetzt wirklich Geld in die Hand legt, noch zu früh. Die wollen erstmal einen Prototypen sehen, die wollen erstmal sehen, dass es kein Quatsch ist, den man da macht. Man muss dem beweisen, dass es funktioniert, dass das Motorradkonzept erstmal funktioniert, dass E-Motorräder funktionieren, dass es sowas Ähnliches noch nicht gibt, dass es eine Innovation ist. Ja. Also ich bin ja sehr viel unterwegs, gerade so elektrische Zweiräder, ich habe davon noch nie was gehört. Ja? Also man wünscht sich das insgeheim, dass man jetzt die eine oder andere Ladepause vielleicht nicht machen muss, dass man auch mal eine größere Strecke fährt, ohne ans Laderät zu denken. Ne? Also ich finde die Idee super. Ich habe da auch mal aufgeschaut, also der erste Step waren glaube ich 150.000, knapp 2.000 sind jetzt schon zusammengekommen, genau. Knapp einen Monat läuft das Ganze noch. Die größte Frage, die immer kommt, die ich auch jetzt schon gestellt bekommen habe nach dem ersten kurzen Intro-Video, wenn das jetzt nicht zustande kommen sollte, was wir nicht hoffen, ist das Geld weg? Kriege ich das nie wieder? Nein. Nein. Das Geld ist nicht weg. Bei Kickstarter ist das so, da gibt es das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Okay. Sprich, wenn die Summe zustande kommt, dann ist das Geld bei dir weg, dann ist es für euch weg, dann ist es bei mir und ich baue daraus dann einen E-Cruiser,
kann damit halt das erste Ziel realisieren. Mhm. Wenn ich den Prototyp gebaut habe, ist es dann leichter, einen Investor zu finden, der dann die weiteren Schritte, die Markteinführung mit eingeht. Das ist, da braucht man Geld, da müssen wir nicht drüber reden. Das, sonst hätten wir so viele Motorräder auf dem Markt oder schöne Produkte, wenn es alles kostenlos wäre. Dadurch, dass er jetzt noch relativ am Anfang ist, ist es so, viele kennen das von Rollerherstellern oder von Sono Motors zum Beispiel, dass man sagen kann, okay, zahlt mal 2000 Euro an, dafür kommt ihr bestimmte Prozente Rabatte. Das geht, so wie ich verstanden habe, in dieser frühen Phase noch nicht. Das heißt, es handelt sich jetzt in dem Falle wirklich um Spendengelder. Nichts von haben ist jetzt ein bisschen falsch formuliert. Schlussendlich gibt es hoffentlich dann einen Prototypen, der dann gut Anklang findet und schlussendlich dann halt irgendwann auch in Serie gefertigt wird. Genau. Also, aber an sich so richtig ein Gegenwert. Doch, du hattest, doch stimmt ja gar nicht. So richtig stimmt das ja also gar es nicht. Gibt Kickstarter Gadgets oder so. Genau, es gibt so bestimmte Gadgets, zum Beispiel für bestimmte Funding-Summen gibt es so Patches oder Badges, die man bekommt, also über ein Logo von Nomad Motors oder dem Hummingbird, dem Modell. Aber das sind alles so symbolische Geschenke. Das hat natürlich nicht den Gegenwert. Ja. Also so ein Patch hat jetzt nicht den Gegenwert von wegen mir irgendwie 100 oder 200 Euro. Das ist eher dafür da, dass ihr vorweisen könnt, hier schaut, ich habe euch unterstützt. Und wenn es irgendwann wirklich in Serie geht, das Motorrad, und einer zu mir ankommt und sagt, hey, ich habe diesen Patch, guck mal her, ich habe dich unterstützt, kriege ich einen Rabatt, wäre ich doch der Letzte, der sagt, nee. Okay. Also, ihr kriegt sogar was fürs Geld. Ja, ich darf es nur nicht offiziell über Kickstarter anbieten, weil in deren Regeln ist es so, dass man keine Belohnung anbieten darf, die vom Prototyp abhängig sind. Also sprich, ich kann nicht einen Prototyp anbieten, den man jetzt kaufen kann. Das erlaubt Kickstarter einfach nicht offiziell. Also weil ich auch gelesen habe, bei Kickstarter relativ dick gedruckt, dass es kein Geschäftsmodell ist. Das heißt also, das ist jetzt wirklich eine Unterstützung. Ziel der ganzen Geschichte ist, dass wirklich eine breite Masse vielleicht wirklich 100, 150 Euro investiert und zum Schluss aber trotzdem dann 150.000 zusammenkommen, um diesen Prototypen zu fertigen. Vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ich mag das ja, ich hoffe, dass so eine Sachen immer zustande kommen. Hast du mir geplant, dass eventuell die Community dann mit Anteil hat, zum Beispiel am Design oder irgendwie sowas? Dass, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich fahre jetzt seit 45 Jahren Chopper, ich merke das und das, dass das vielleicht praktisch wäre, dass du das noch mit einfließen lassen kannst? Oder ist das irgendwie schon wirklich richtig fest? Und, nö, also der Rahmen an sich ist mehr oder weniger fest, weil ich den Akku ja designt habe und der Rahmen davon abhängig ist. Was halt bei mir noch nicht fest ist, ist das Außendesign, sprich die Verkleidung. Da muss ich zugeben, ich bin kein Designer, der jetzt eine super schöne Verkleidung macht. Bei mir sieht das alles so aus, wie es ein Festigkeitsberechnungsingenieur machen würde. Also fest. Es hält. Es hält. Ja, gut. Also es ist ja relativ weit in die Zukunft geschaut. Aber ich vermute mal, wenn das jetzt wirklich durch die Decke gehen sollte, dann musst du dich natürlich damit beschäftigen. Oder solltest du dich auch damit beschäftigen, weil es ja irgendwie das Ziel sein sollte trotzdem. Ne? Ich würde da gerne mit der Community auch arbeiten, dass sie sagen, hey, ich habe da einen Vorschlag, wie man es designmäßig machen kann. Ich kann den Rahmen oder das Grunddesign veröffentlichen an die Leute, die gespendet haben, die halt daran teilhaben möchten. Okay. Und die können dann entweder per Handskizze was vor einreichen und dann kann man das halt in einer bestimmten Phase zur Abstimmung bringen, was man dann halt finalisieren möchte. Also ich kenne es halt aus von Sono Motors, dass das immer sehr gerne ankommt. Es ist natürlich auch klar, dass jetzt jemand, der so wie ich im Fahrradladen nur arbeitet, ja, dass der jetzt natürlich keine großartige Ahnung von Technik und von Design hat, ne, dass dann sozusagen bestimmte Sachen natürlich aufeinander abgepasst werden müssen. Aber das war so, was mich relativ brennend interessiert hat, als ich das Interview klar gemacht habe. Also sprich, den Grundgedanken, der feststeht, mit einer Community, die dann das ohne zusammen mitentwickelt und nachher zusammen das Ganze zusammen wächst. Das Design ist erstmal ein bisschen zweitrangiger. Erstmal muss es fahren, es muss halten. Und wie es am Ende aussieht, das ist, kann man noch anpassen, wenn man lustig ist. Das klingt alles schon sehr, sehr spannend und vielversprechend. Ich bin froh, dass du die Zeit gefunden hast, mich mit mir zu unterhalten kurz. Gerne. Als ich gelesen habe, Nomad Motors, Hummingbird und dann noch Designed in Wildau, habe ich dich ja relativ schnell gefunden und auch zum Interview überreden können. Also vielen Dank dafür. Gerne. Tut mir den Gefallen, schaut doch zumindest mal auf die verlinkte Internetseite von Nomad Motors, das auch nochmal alles erklärt, wird auch zeitnah
immer aktualisiert, wenn es also Neuigkeiten gibt. Es gibt eine Seite von Kickstarter, die natürlich verlinkt wird, wo ihr relativ einfach dann Geld spenden könnt. Und wenn ihr nachfolgend Fragen habt zum Motorrad, zur Vision, zur Umsetzung, zu Kickstarter, weiß ich was, schreibt unter das Video. Das Video an sich war jetzt angedacht, um mal einen kurzen Einblick zu geben. Wenn da Fragen sind, werden wir sicherlich noch ein zweites Video machen mit den Fragen, um die Fragen zu beantworten. Das Thema, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch 2 Stunden sitzen und das erläutern und erklären. Wie gesagt, kurzer Einblick, wenn Fragen sind, schreibt die drunter. Wir kümmern uns um die Beantwortung dann direkt mit dem Ansprechpartner, also nicht über 5 Ecken. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal gleich abonnieren. Am besten jetzt sofort gleich machen. Jetzt habt ihr noch ein paar Sekunden, wie das Video geht. Ansonsten, ja, vielen Dank an der Stelle fürs Interview. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.